Hallo Leute, willkommen bei Baumwollfarmer in Ravenport, einem LS19 Let's Play. Dies ist Teil 17. Inzwischen ist unsere Baumwolle reif. Ja, darum schicke ich gleich mal unseren Baumwollernter los. Oh, was? Oh, du solltest hier ja was arbeiten. Das habe ich ganz vergessen. Na, wie gut, dass ich durch das hierher springen dran erinnert worden bin. Das sollten wir doch gleich nochmal anwerfen. Inzwischen blüht der so schön, der Raps. Aber für so ein kleines Feld extra ein Mähdrescher mieten macht gar keinen Sinn. Das habe ich schon mal ausgetestet. Und da zahlt man dann leider nur drauf. So. Okay, Helfer, du darfst weitermachen. Ja, und um dieses Eck muss ich mich dann später kümmern. Aber das geht jetzt doch recht flott. Gut. Also. Da haben wir ihn. Unseren Baumwollernter. Ab an die Arbeit. Oh, da steht jetzt ein Ballen im Weg. Das ist natürlich ein bisschen blöd. So. Und hier ist es ziemlich hügelig geworden. Bei meinen ganzen Baumaßnahmen. Okay. Aber ich bin sicher, du kriegst das trotzdem hin. Ja, super gut. Dieses Gerät finde ich einfach faszinierend. Das sieht sehr merkwürdig aus. In echt habe ich sowas natürlich noch nie gesehen, denn hier, wo ich lebe, wird keine Baumwolle angebaut. So, dann würde ich sagen, nehmen wir den kleinen Waltra, um das Wickelgerät abzuholen. Dafür braucht man, glaube ich, nicht viel PS. Im LS17 habe ich das Wickeln mit dem Pickup gemacht eine Weile, bevor ich die Press- und Wickelkombi hatte aus dem Kuhn-Pack. Und das ging gut mit dem Pickup zu wickeln. Das war ganz lustig. Aber mit diesem Wickelgerät habe ich noch nie gearbeitet, weil ich halt immer mit Rundballen gearbeitet habe. So. Vorwärts geht's. Ne, ich überprüfe mal, ob das mit den PS auch wirklich klappt. Garage, mal gucken, ob es da auch steht. Ah ja, das habe ich auch gemietet und das habe ich, ja, das habe ich auch gemietet, weil ich ja fast nie normale Sachen sehe, sondern immer nur Baumwolle. Das ist der Ballensammler. Okay, hier steht das nicht. Gut, dann gehe ich mal hier hin. Ballentechnik. Ballenwickler. Da steht gar kein PS-Anspruch. Naja, ist wohl so problemlos, dass es überhaupt keine PS-Ansprüche stellt. Was ist dieses hier? Ah, ein Einzelballensammler. Okay. Gut. Dann fahren wir mal los. Der kleine Waltra kommt mir jetzt schon sehr schwachbrüstig vor. Wenn man mit dem größeren Waltra arbeitet,
Der war ja ursprünglich auch nur gedacht, um gemütlich Baumwolle zu sehen. Bis ich dann auf die Idee kam, das Gras zu verarbeiten. So. Aber ich finde das jetzt ganz gut, weil ich sehr neugierig bin auf das Testergebnis mit diesen drei verschiedenen Arten von Silage und welches dann am besten und schnellsten geht. Wahrscheinlich muss man wieder aufklappen. Jawohl. Aha, sehr gut. Anschalten. Will nicht angeschaltet werden. Warum nicht? Muss man ihn vielleicht senken? Nein. Er will sich nicht anschalten lassen. Vielleicht klappe ich ihn nochmal zusammen. Und jetzt wieder auf. Ja, er hat auch kein B für anschalten. Vielleicht muss man ihn nicht anschalten. Mal gucken. Irgendwas passiert. Die Press- und Wickelkombi wickelt auch weiter, wenn das Gerät abgeschaltet ist. Insofern macht das ja durchaus Sinn. Na, das dauert. Es gibt, glaube ich, ein... abwerfen, genau. Es gibt, glaube ich, ein Mod, mit dem man die Ballen sehr viel schneller wickeln kann. Das ist natürlich nicht schlecht. Helfer J glaubt schon fertig zu sein. Ach, das ist Helfer J, der andere da drüben. Ja, du hast einen netten Streifen gesät. Das hast du sehr nett gemacht. Es gibt aber noch ziemlich viel mehr Land auf diesem Feld. Na komm, vorwärts, vorwärts. Jawohl. Mal gucken, was passiert, wenn ich ihn hier an diese Spitze setze. So. Naja, er tut was. Gut, und hier ist es inzwischen fertig. Wunderbar. So. Er packt die sicher ganz brav, selbst wenn die quer stehen. Okay. Das ist schon eine Geduldsprobe, dieses Ballenwickeln. Ich hatte das gar nicht mehr so langatmig in Erinnerung. Weil ich seit Ewigkeiten nicht mehr einzeln gewickelt habe. So, zack. Den nächsten. Jawohl. Wie viel haben wir denn jetzt? 5. Okay. Oh, und Helfer E ist jetzt fertig geworden. Die wechseln sich wohl auch ständig ab bei der Arbeit. Dann gucke ich gleich mal nach dem.
zu. Jawohl. Sehr schön. Ach, machst du jetzt jede Reihe einzeln, oder wie? Ja, jetzt fängt er wieder brav an. Gut. Ich meine, das ist ja schnell gemacht. Hier, die Helferin in dem Riesenernte arbeitet sehr brav. Der ist inzwischen fertig, der Ballen. Das ist dann Ballen 6 oder 7. Jetzt bin ich schon wieder durcheinander gekommen. Naja, ich mache einfach mindestens 16 und dann wird das schon. So, schnappt ihr den? Ah, da ist schon der nächste. Ja, die liegen hier auf der Strecke immer in ziemlich dichten Abständen. Ah ja, Helfer E ist mal wieder fertig. So. Schnappt ihr den hier noch? Wunderbar. Und dann gucken wir mal wieder nach Helfer E. Anscheinend fährt der immer einmal rauf und runter. Es sieht zwar irgendwie nicht so, doch es wird schon breiter, weil wir von dem schrägen Stück hier jetzt schon einiges abgearbeitet haben. Der schöne Raps. Es ist schon ein Jammer, den einfach so unterzugrubbern. Ja, hier haben wir inzwischen schon 8000, was ja nicht so viel ist. Ja, und hier in unserem Haus geht's gut. Da passt der Mahindra auf unser schönes Haus. So. Weiter geht's. Bei diesem Silageballentest oder ne, es ist eigentlich ein Silagetest, weil ja das die Silage aus dem Fahrsilo keine Ballen sind. Da teste ich natürlich nicht für jede Eventualität, wie das funktioniert, sondern praktisch nur, wenn man selbst Fahrer ist, also den Seitenstreifen abmäht und wenn man die Silage auch zum Verkaufen braucht. Und ja, da ich den... Ah ja, jetzt hier schon auf dem Rückweg. Okay. Da ich ja auch den Transport und Verkauf die Zeit mitrechne, gilt das Ganze natürlich auch nur für hier Ravenport auf dem Feld mit der Scheune am halb anderen Ende der Karte. Aber ich denke mal, dass es trotzdem ein interessantes Ergebnis wird. Ich mache ja gerne Silage zum Geld verdienen. Denn ich habe den Eindruck, das rechnet sich auch im LS19 ganz gut.
Ja, und dann möchte man ja eigentlich schon wissen, was ist die rentabelste Methode, so vom Zeitaufwand her. So. Na, der Helfer E, der kann einem schon ein bisschen auf die Nerven gehen. So. Jetzt steht er hier schon wieder im Grünzeug. Aber immerhin hat er es ja hin und zurück geschafft. Die Reihen werden jetzt halt immer kürzer. So, wunderbar. Unten auch Ballen liegen. Da habe ich schon ein bisschen gemäht. Aber ich glaube, Ballen liegen da keine. Zumindest kann ich von hier aus keine sehen. Dann fahren wir gleich mal hier zu dem anderen hin. Na toll. Klasse. Ah, wie er den hinkriegt, das ist doch toll. Ein gutes Gerät. Jetzt fahren wir hier so einen Schlenker. So. Ja, wickel du mal fleißig, während ich unserem Helfer sage, dass es hier noch mehr anzusehen gibt. Und das Theater ist dann da drüben nochmal. Aber dann haben wir überall Gras, dann wächst das auch schön einheitlich. Und am Anfang, solange wir nur einen Schafstall haben, kann dann dieser Teil von dem Feld auch noch vom Helfer abgegrast werden. Abgemäht. Ja, abwerfen und jetzt den nächsten schnappen. Jetzt fahren wir noch bis da oben hoch und dann hüpfe ich wieder zu unserem Helfer. Das ist ein echter Nachteil von diesem Feld. Es ist ja schön billig, aber wenn man da regelmäßig Getreide oder so anbauen will, dann hätte man ja ständig dieses Theater, dass der Helfer irgendwie, ja, einen neuen Anschubs braucht. So, und ich denke dann, wenn er jetzt wieder fertig ist, dann mache ich den letzten Zipfel selber. Ja, dieses Feld, wo er jetzt gerade drauf fährt, das ist auch recht preiswert. Aber jetzt muss ich erstmal dieses Eckfeld gut nutzen. Ich meine, ist ja schon schön, dort ein Haus drauf zu haben. Und wenn das nächste größere Geld kommt, dann wird der Schafstall draufgestellt und ein paar Schafe gekauft.
Zoom. Ah, anschalten wäre hilfreich. So. Okay. Und noch dies winzig kleine Ecke. So, komm. Jawohl. Jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie so machen kann, dass der auch weiterarbeitet. Ich versuche ihn mal von dieser Seite aus arbeiten zu lassen. Vielleicht merkt er dann ja, dass da noch Feld übrig ist. So, ich bleibe jetzt hier erstmal bei den ersten beiden Wendungen dabei. Und dann gehe ich wieder zu meinem Wickelkandidaten. So, das hat er doch schon ganz ordentlich gemacht. Und eigentlich müsste er ja jetzt problemlos weitermachen können, weil neben ihm ist ja einfach noch ein Stück Feld. Mit einer geraden Kante. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Okay, also. Und der hier arbeitet auch gut. Ja, demnächst gibt es da mal den ersten Ballen des Tages. So. Und hier haben wir natürlich schon viele Ballen. Den schnappt er sich jetzt nicht. Ah, jetzt. Wunderbar. Okay, immerhin sind wir bald oben. So, sehr schön. Ja, bei dem Baumwoll-Enter muss ich aufpassen, dass der nicht in den Bereich kommt, wo die Baumwolle noch nicht reif ist. Weil sonst wird das Feld irgendwie ungleichmäßig abgeerntet. So. Helfer B wird durch ein Objekt blockiert. Okay, ob das der Trecker ist? Ja. Entschuldigt bitte. Das hätte ich mir ja auch denken können, dass ich den Trecker nicht einfach da stehen lassen kann. Aha, und jetzt hat er die Arbeit außerplanmäßig beendet. Und der Grund ist unbekannt. Immerhin, der ist jetzt fleißig am Ackern. Was ist los? Keine Lust? Ah, da sitze ich jetzt drin. Okay.
hier geht's weiter. Ja. Dann fahre ich mal selber ein paar Meter. Das funktioniert. Okay, so einen außerplanmäßigen Abbruch hatte ich schon mal. Da hat das Ernten nicht mehr funktioniert. Aber mit einem normalen Mähdrescher. Jetzt gucke ich mal, ob der Helfer weitermacht. Ja. Hat wohl ein bisschen Ermutigung gebraucht. Gut. Jetzt aber. So. Na, das sieht doch ganz hübsch aus. Mit den eingewickelten Ballen. Die werden natürlich den Mähdrescher auch, den Baumwollernter stören. Vielleicht fahre ich den mal hier ein bisschen weiter hinter, bevor ich den ablasse. Und was mir jetzt einfällt, ist, zum Abtransport werde ich wohl den starken Trecker brauchen. Ja, dann muss ich den halt abschnallen. Jetzt dachte ich, den könnte ich vielleicht einfach, das Mähwerk und die Ballenpresse dran lassen. Aber ich will ja jetzt eine Runde abtransportieren als nächstes. Gut, dafür kann der den Ballenwickler dran behalten. Ja, aber den Abtransport mache ich dann in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.